Jawohl, zurück in Hamburg, zurück zur zweiten Halbzeit am Sonntagabend an der Elbe. Hamburg gegen Frankfurt zum Abschluss dieses sechsten Spieltages. Und die Hanseaten führen durch das Tor von Tolgay Arslan mit 1:0 zur Pause. Keine Veränderung auf beiden Seiten. Durchgang 2 kann beginnen mit Diekmeyer über rechts und Lewis Holtby. Tatsächlich mal ein Angriff über rechts im ersten Durchgang. Nicht zu sehen, dass der HSV über die rechte Seite kam. Diekmeyer mit der Vorbereitung für Lewis Holtby. Ans Außennetz des Frankfurter Tores. Abstoß Wiedwald. Ja, der Trainer der Frankfurter natürlich bestens bekannt hier in Hamburg. Thomas Schaaf, der langjährige Trainer von Werder. Den kennt man hier bestens in Hamburg. Schöne Möglichkeit. Alex Meyer, der Mann für die Chancen in diesem Spiel. Für die Frankfurter, klasse gespielt. Noch vorbei an der Grätsche des Gegenspielers. Schöne Aktion von Alex Meyer, der auch heute seine Startelf bestätigt. Seine Aufstellung in der Startformation von Thomas Schaaf. Vergessen die Zeiten bei Eintracht, als Meyer zu Beginn der Saison noch auf der Bank saß, zu Beginn. Und der Mann war, der dann eingewechselt wurde und die Wende gebracht hat. Jetzt soll er von Anfang an spielen. Und das hat er in diesem Spiel zum wiederholten Male bestätigt. Nächster Angriff der Hamburger über Holtby. Lasogga und Holtby. Klasse gespielt. Stieber. Stieber mit Platz. Müller. Und nochmal sollte ein Stieber. Müsste den Ball irgendwie in die Mitte bekommen. Ostrzodek. Matthias Ostrzodek. Vorbei am ersten. Lasogga. Und die ruhige Variante über Heiko Westermann. Stieber. Sollte ein Stieber. Arslan, das nächste Tor. Wieder Tolgay Arslan. Sie machen die Tore erstmals in dieser Saison. Trifft der HSV so, wie sie sich das vorgenommen haben. Wieder Tolgay Arslan. Wieder klasse rausgespielt. Keine Chance für Wiedwald, weil Hamburg klasse kombiniert hat und lange mit dem Abschluss gewartet hat. Und dann Arslan mit Tempo. Keine Chance, wir sehen es aus dieser Einstellung. Wiedwald beinahe noch dran. Aber aus der Entfernung chancenlos der Trapp-Vertreter im Tor der Eintracht. Tolgay Arslan, das nächste Saisontor, das zweite für den HSV. Und wieder macht Arslan das Tor. Zweimal Arslan, Hamburg, Frankfurt 2:0. Nach einer knappen Stunde hier im Volksparkstadion und jetzt die gespannte Haltung der Gastgeber auf die Reaktion der Frankfurter. Kommt die Eintracht nochmal zurück oder ist das die Entscheidung gewesen? Zum ersten Dreier seit dem Sieg an einem Freitagabend gegen Leverkusen. Das war 6 Spieltage vor Saisonende, danach ja 5 Niederlagen in Folge. Die beiden Relegationsspiele, die 0:0 Auftaktpartie in Köln, die Niederlage gegen Paderborn. Der HSV hat lange gewartet auf diese Möglichkeit und lange nicht sah es so gut aus wie heute Abend gegen Frankfurt. Meyer, Haseheber auf dem langen Pfosten, Stendera setzt nach, Medojevic trifft den Ball nicht ganz und Drobny rausgekommen. Macht alles richtig in diesem Zweikampf mit Slobodan Medojevic. Holtby, nächste schöne Kombination, Lewis Holtby. Noch abgefälscht von Oczipka. Wäre eine Riesenmöglichkeit gewesen für den HSV. Aber Oczipka hat aufgepasst, kriegt sofort den Schulterschlag. Wechsel jetzt auf beiden Seiten.
Beim HSV haben wir bereits sehen können, Matti Steinmann kommt für Aslan. Der Torschütze geht, begleitet von lauten Chören hier im Volksparkstadion. Und bei Frankfurt schauen wir gleich auf den Wechsel. Zunächst aber der Eckstoß für Luis Holpi. Schwache Ecke, aber Behrami nachgesetzt. Stieber. Zu kompliziert gedacht. Und das ist Matti Steinmann, der Mann, der für Aslan kam. Stieber. Lasogga im Strafraum. Lasogga. Nächste gute Tat. Diesmal von Zambrano. Mehr Chancen jetzt für den HSV, der ganz klar offensiv jetzt deutlich lebendiger agiert als in dieser Saison zuvor. Nächster Wechsel und wir sehen Kleber, den Innenverteidiger. Kriegt seinen Applaus. Stieber geht raus. Green ist es, Verzeihung. Julian Green, nicht Kleber, sondern Green, der aus der Bayern-Jugend kommt. Also Green eingewechselt für Stieber, kleine Korrektur. Nächster Eckball. Und Wiedwald sicher vor Lasogga, 20 Minuten vor Schluss. Frankfurts Torwart gibt sich Mühe, diese Niederlage in Grenzen zu halten und der Offensive die Chancen zu wahren. Aber Lasogga jetzt völlig frei. Wiedwald, klasse gehalten. Wird zum Helden der Frankfurter. Wiedwald mit einer Hand dran, aber sicher und sofort kommt das Kompliment des Mitspielers. Nächster Wechsel bei Frankfurt. Aigner kommt auf den Platz und Hasebe geht. Und der nächste Eckball für Holpi. Diesmal von der rechten Seite. Westermann. Kleine Unsicherheit von Wiedwald. Holpi setzt nach. Müller. Und Behrami, Wiedwald. Nächste gute Aktion. Vertritt Kevin Trapp in diesem zweiten Durchgang. Ausgezeichnet. Gute Aktion von Wiedwald. Und Müller holt den nächsten Einwurf raus für den HSV. Das Ganze vor dem Gästeblock. Um links zu erkennen am Bildrand der rot-schwarze Block der Gäste aus Frankfurt. Stendera kommt nochmal eine Chance zustande für die Eintracht. Waren in der letzten Saison ja dafür bekannt, dass die Schlussphase eher gegen die Eintracht verlief. Jetzt brauchen sie eine Schlussphase vom Feinsten, um hier in Hamburg noch den Punkt zu holen. Zwei Tore benötigt's, um das 0:2 durch die beiden Gegentore von Aslan noch zu drehen. So, nächster Wechsel, letzter Wechsel. Kaca kommt für Behrami. Heißt also Neuzugang für Neuzugang. Kaca ja bereits bekannt aus seiner ersten Zeit beim HSV, war nach Japan ausgeliehen, und Behrami runter, der Ex-Neapolitaner. Lasogga nicht im Abseits. Lasogga, Aktion wird laufen gelassen, trifft das Außennetz. Und das ist die Nordkurve, das ist der Norden in Hamburg. Rechts die Stehplätze, aber wer sitzt noch bei diesem Stand in Hamburg? 8 Minuten noch zu spielen, 2:0, die Führung, die Fans hoffen auf den ersten Sieg durch die ersten Saisontore. Genau das wäre es, wenn dieser Spielstand weitere 7 Minuten in Hamburg halten würde. Trapni mit Sicherheit, mit Ruhe, mit Zeit. Darf den Ball nicht unendlich lange in der Hand haben. Deswegen muss er den Ball dann auch weiter verarbeiten. Aber sie haben theoretisch Zeit, die Hamburger. Nächster Ballverlust.
Milojevic. Flanke ohne Folgen. Einwurf für Frankfurt. Chandler verstolpert den Ball, rutscht danach weg, deswegen der Ballverlust. Und schauen Sie mal im Hintergrund, da sehen Sie die Hamburger, die stehen, die es nicht mehr auf den Sitzen hält, angesichts dieses Spielstandes. Aber noch ist Frankfurt nicht geschlagen, denn die Eintracht hat sich in den letzten Minuten nochmal Ballbesitz geholt. Nächster Angriff, aber der Pfiff und ein Freistoß für Frankfurt. Foul von Diekmeyer an der Grenze zur Gelben gegen Stendera, der sich dann nicht unnötig hinschmeißt. Fair gemacht von Stendera. Und vielleicht jetzt die Chance für den Anschluss der Hessen. Die Mauer nochmal positioniert. Drobny engagiert, stellt sich seine 4, 5 Leute genau hin gegen ihn, gegen Alex Meyer. Die großen Chancen gehabt. Meyer wird, denke ich, aushören. Kurz gespielt mit Seferovic von Piasson. Doch überraschend nicht Meyer. Chandler. Nochmal Chandler. Ball behalten. Oczipka. Und Chandler ins Aus. Von Chandler geschlagen. Das eine Aktion von Russ. Wenige Minuten bereits zuvor. Der Einsatz der Frankfurter war da. Aber die Tore haben gefehlt. Die Defensive stand zu unsicher. Und so kamen diese zwei Gegentore zustande. Hamburg sinkt sich zum ersten Dreier der 52. Bundesliga-Saison. Und damit sinkt sich gleichzeitig auch die Elbe aus dem Keller, der damit verlassen werden könnte. Und sie haben einen Torschützen in der Bundesliga. Sie haben mit Tolgay Arslan endlich jemanden, der ein Tor erzielt hat in dieser Saison. Das war's. Hamburg gewinnt. Der erste Saisonsieg. 2:0. Tolgay Arslan trifft zweimal für den HSV und bringt die Elbe zum ersten Dreier in dieser Bundesliga-Saison. Ist das die Befreiung? Joe Zinnbauer. Sie haben es nicht gesehen. Eben gefeiert von den Fans, die hinter der Trainerbank saßen, sofort mit seinen Kollegen, mit seinen Ersatzspielern Arm in Arm. Sie feiern alle diesen Erfolg. Der HSV gewinnt dieses Spiel gegen Frankfurt und damit ist es der 52. Sieg gegen die Eintracht und damit zieht die Eintracht als Niederlagengegner des HSV gleich mit Stuttgart. Das nochmal, das erste Saisontor des HSV. Wiedwald überwunden, der seine Sache gut gemacht hat im zweiten Durchgang, gezeigt hat, was er kann. Und zweimal überwunden wurde von Tolgay Arslan und zweimal hinter sich greifen musste. Frankfurt war gut dabei, hat viel Einsatz gezeigt, letztlich aber haben die Momente gefehlt und die Aktionen waren nicht stark genug für den HSV, für die Frankfurter und letztlich auch die Quantität im zweiten Durchgang nicht ausreichend, um hier mithalten zu können. Meyer, der stärkste Frankfurter, mit diesem Lattentreffer in der ersten Halbzeit. Sicherlich eine der Großchancen zum Ausgleich für Frankfurt. Dann wäre das Spiel anders verlaufen. Und dann der zweite Durchgang, der einseitiger wurde zugunsten des HSV, der dann durch Arslan zum 2:0 kam und so den Sieg klar machte. Die Fans feierten das 2:0. Und letzte Spannung eigentlich verflogen, da Frankfurt zu spät nochmal antwortete mit einer Schlussoffensive insgesamt. Aber gewinnt der HSV diese zweite Halbzeit klar und deutlich und durch das 1:0 in der ersten Halbzeit ein verdienter Endstand für den HSV. Das war's, wir verabschieden uns allmählich aus Hamburg bei diesem Bundesliga-Duell. Hamburg-Frankfurt am Sonntagabend, das war der 6. Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Und wir sagen Tschüss, denn das sagt man in Hamburg. Mit den letzten Bildern dieses Spiels, letzte Eindrücke des ersten Saisonsieges des HSV. Tschüss aus Hamburg, bis zum nächsten Wochenende. Die Bundesliga dann am 7. Spieltag mit weiteren Partien. Das war's. Tschüss aus Hamburg, aus dem Volksparkstadion. Viele Grüße nach Deutschland.